Was würde denn Niklas Kohlhaas machen, wenn er jetzt nicht hier wäre? Wenn ich jetzt nicht hier sitzen würde. Ich würde wahrscheinlich irgendwas mit Medien machen, also irgendwie hinter der Kamera stehen, was fotografieren. Ich weiß noch, ganz am Anfang meiner Karriere, also ich habe früher mal in der Gaming-Welt, Videogame-Welt gearbeitet und ganz am Anfang, da hatte ich schon eine Entscheidung, die war schon sehr krass, weil ich hatte eine Praktikumsstelle bei Game One, Rocket Beans. Ah ja, der kenne ich ja gut, die Leute. Das war quasi so mit meinen ersten Steps so in der... Du warst bei den Rocket Beans? Ja. Praktikant? 2014. Wissen die noch von deiner Existenz? Ich glaube, die wenigsten. Nee, aber die Jungs, wissen die das noch? Ja, genau. Also ich habe auch noch ein bisschen Kontakt mit denen oder ich spreche mal hier und da mit Leuten, die halt hinter der Kamera was zu tun haben. Da können wir mal zusammen hinfahren als nächsten Trip. Das wird der nächste große unerwartete Crossover. Aber das ist ja tatsächlich auch unsere Schnittstelle, weil ich war ja, ich glaube, ich war ja so 2015, 14 tatsächlich, glaube ich, das erste Mal bei den Rocket Beans als Gast war da immer mal wieder dabei. Florentin Will und ich waren da und dann, weil ich bin ja mit Florentin Will und Lars Paul sind damals in dieser Frank-Elzner Masterclass gewesen und die sind ja dann da beide, haben da beruflich angefangen. Gaming war jetzt nicht so mein Metier, als dass ich da hätte mehr Zeit verbringen können. Ich bin genau vor der Rocket Beans TV-Zeit gegangen. Also ich war bei Game One Folge 300 dabei noch als und ich war auch bei Game One Redaktionspraktikant. Und dann war ich noch bei den letzten Folgen mit dabei, war weg und dann wurde Game One auf Comedy Central Viva abgesetzt und dann haben die ja alles auf Rocket Beans TV gesetzt, dann gewechselt. Aber ich bin genau vor dieser, ich saß noch in den ersten Meetings, wo die gesagt haben, wir könnten ja vielleicht so einen Online-Sender machen. So. Wild, by the way. Ja, komplett wild. Welcher von den vier Chefbohnen ist der größte Arsch? Alles gleich große Arschlöcher, muss man da sagen, um also fair zu bleiben. Vor allem mit Jen. Eddie. Nein. Alles wundervolle Menschen. Spaß, sind sehr nette Leute. Ach krass, und dann hast du dich im Gaming-Genre und da hättest du dir vorstellen können genau, zu bleiben. Genau, also es war weil in der ersten Woche hatte ich da eben angefangen und habe mich parallel noch bei einem anderen Praktikum beworben und zwar bei Paul Ripke. Dicker. Of all people. Und der hat mir dann in der ersten Woche auch eine Antwort geschickt und war so, ja, hey, was machst du nächste Woche? Und das ist so eine, ich glaube, das ist so ein Ort, wo wahrscheinlich, das war wirklich nur so eine einzeilige E-Mail, ich habe die wahrscheinlich noch irgendwo. Entweder viele schöne Frauen kennenlernen oder viele verschwitzte Männer. Und du hast dich für die verschwitzten Männer entschieden. Das ist ja, also komm, that's my boy. Das ist ehrliches Interesse an Gaming, ey, wirklich. Also, wirklich. Für den Grind. Sonst würde ich jetzt wahrscheinlich in L.A. sitzen, weil mit Paul Ripke am Pool sein, um deine Frage zu beantworten, würde ich jetzt heute nicht hier komplett sein. Mein Leben wäre wesentlich besser, wenn ich das hier nicht gemacht hätte. Also Paul, ja, es wäre wesentlich mal etwas reich. Sag das nicht meiner Frau und meinem Sohn. Würde es irgendwie krasse stimmt eigentlich. Ey, Paul Ripke, wirklich, niemand reibt Deutschland so sehr unter die Nase, dass er hübsche Frauen kennt als Paul Ripke, wirklich. Mir ist was Absurdes aufgefallen. Das ist witzig, weil ich habe neulich sagt so jemand, ist eigentlich Paul Ripke tot? Frage ich so. Und dann, so, ja, wieso? Ja, ich weiß nicht, man hört gar nichts mehr von dem. Die so, hä? Denn ist doch wie immer Paul Ripke. Hört man nicht die ganze Zeit was von dem? Man gibt's doch überall. Ich so, hä, was labert ihr? Paul Ripke, der muss doch tot sein. Und dann google ich so, hä, Paul Ripke. Da habe ich festgestellt, Paul Ripke hat mich auf allen Channels blockiert. Nein. Ja. Paul Ripke hat mich auf allen Channels blockiert. Das ist der Tod. Paul Ripke hat quasi... Man hört nichts mehr von dem. Nee. Und ich weiß gar nicht, warum. Also ihr hattet nie eine direkte Auseinandersetzung? Ich habe den noch nie getroffen. Es ist natürlich so, ich teile ja manchmal aus, aber aus Spaß, aber Paul Ripke, irgendwas muss ihm nicht geschmeckt haben. Also Paul Ripke... das hat mich verletzt. Also Paul, wenn du vielleicht ist der großer Dressurreiten-Fan oder sowas, man weiß es ja nicht. Ich kann es mir auch vorstellen. Ich weiß nicht, vielleicht fand er meinen Content nicht ästhetisch genug. Aber es war Ripke, ne? Mir entgeht der ganze Content. Ich dachte mir so, ja, ich weiß nicht, der ist ja irgendwie mit Lewis Hamilton im Formel-1-Wagen verunglückt oder so. Der Typ, hinten drauf so. Paul Ripke lebt ja irgendwie seit dieser WM 2014, lebt er ja so ein krasses Leben, ne? Du hättest ja 2014, das war doch WM-Jahr. Ich habe das auch nie gecheckt, wann der, ja, das war das. Dann hättest du ja mit ihm nach... Wo wurden wir Weltmeister? In Brasilien. Das war deine Chance, nach Brasilien zu fliegen, mit Paul Ripke, mit unseren Jungs rumzuhängen. Und dann... Und ich war mit den vielen verschwitzten Männern in der Dachetage von den Rocket Beans. Du hast dich so bei den Rocket Beans... Und das Finale mit den Rocket Beans, kein Scheiß, ich habe das Finale bei den Rocket Beans oben in diesem Dachbüro geguckt. Und da habt ihr euch so gedryhumped und so Popel ins Gesicht geschmiert. Und Paul Ripke so mit Götze und Rihanna... Das hätte dein Leben sein können.
Was zur Hölle? Hast du da nicht, also guck mal ganz einfach, ganz ehrlich, als du dann so saßt und Etienne stinkt da so vor sich hin. Und so den Prakti gesehen hab, den er dann statt mir mitgenommen hat, der so über den Rasen ist mit dem Pokal in der Hand. Er hält ihn hoch. Yogi im Arm. Und du armes Haus sitzt bei dem Beats. Bei 35 Grad Außentemperatur. Was für, okay, ich bin ganz ehrlich, weißt du was, für die Entscheidung hat dir Karma jetzt deinen quasi jetzigen Erfolg gegeben, weil die arme Sau, wirklich, er hat die beste, du hättest fucking Rihanna kennenlernen können, Rihanna, ja, ich weiß. Stattdessen bei Simon Kretschmer unter der Achsel, ja, wir sind Weltmeister. Ja, so ist abgelaufen. Es kann gut sein, man weiß ja nie, was am Ende gewesen wäre, hätte man andere Entscheidungen getroffen. Ich habe mich dann damals dafür entschieden, weil ich schon bei den Rocket Beans im Büro saß und schon dachte, ich habe jetzt hier schon committed, jetzt wechsle ich nicht nochmal. Ich weiß gar nicht, wo das gewesen wäre, ob das auch in Hamburg oder Berlin gewesen wäre, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall habe ich mich, wie du sagst, für die Männer entschieden. Und für die Gaming-Welt. Wahrscheinlich würdest du jetzt, du wärst jetzt so ein richtig abgeballerter Typ in L.A. So Dan Bilzerian. Hättest Steroids. Ich wäre der Liver King auf jeden Fall. Rohe Leber essen auf Instagram. Du bist fucking Andrew Tate-Style. Mit der Zigarre würdest du so Männer-Tipps auf YouTube geben und Paul Ripke wäre Paul Ripke. Paul Ripke. Und du würdest nur mit englischer Akzent reden. Paul Ripke wäre dein Assistent. In so einem Paralleluniversum schickst du Paul Ripke anschaffen. Oh. Ich habe das auch gar nicht mitbekommen, wann der so zum Content Creator geworden ist, weil ich habe den immer so als die Kamera- und Filmperson von Materia wahrgenommen, irgendwie, weil er die Musikvideos von ihm gedreht hat. Und auf einmal sehe ich dann auf Instagram, wie er so Kochvideos macht und wie in L.A. lebt und. Ich kann's leider nicht wundern. Ich weiß, du siehst es leider nicht. Ich sehe es leider schon länger nicht. Das letzte Mal Lebenszeichen, das ich hatte, da habe ich in irgendeiner Insta-Story von Elias Mbarek beim Tennisspielen gesehen. Aber der ist mir auch entfolgt, also deshalb, ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Also viele haben mir den Rücken zugekehrt, als der eigene Erfolg kam, haben sich alle verabschiedet. Woran das wohl liegt, ne? Schade. Das war Alama Pyjama Party. Folgt dem fantastischen Niklas Kohlhaas überall, außer nach Hause. Folgt ihm nicht nach Hause. Spankt den Abo-Button. Spankt den Abo-Button. Like he's your favorite stripper. Male or female, whatever, I don't care. Auf Wiedersehen. Tschüss, vielen Dank, dass ich da sein durfte.